وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. In der letzten Sitzung sprachen wir sind immer noch in der Sira des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In der letzten Sitzung sprachen wir über die Nachtreise von Mekka nach Palästin und von Palästin in den siebten Himmel, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam durchgeführt hat. Und heute reden wir immer noch über dieses Thema, weil dieses Thema hat sehr viele Lehren, die wir entziehen können. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Nachtreise verrichtete von Mekka nach Palästin, er ritt auf ein Tier, das unheimlich schnell war, das heißt Al-Muraq. Dieses Tier brachte Jibril und heißt Al-Muraq. Dieses Tier war unheimlich schnell. Als der Prophet al-Islam von Mekka nach Palästin flog oder reitete, kam er an Musa al-Islam und er sah, dass Musa in seinem Grab betete. Musa stand in seinem Grab und betete. Musa a.s. ist in der Nähe von Palästin begraben. Als Musa a.s. gemerkt hat, dass seine Stunde schlägt, hat er Allah subhanahu wa ta'ala darum gebeten, dass er ihn in der Nähe von Palästin begraben lässt. Weil Palästin ein gesegnetes Land ist. Deswegen sagten die Gelehrten, dass der Grab von Musa in Sinai, in der Nähe von Palästin begraben ist, in der Nähe eines roten Berges. Der Sand dieses Berges ist rot. Hier stellt sich eine Frage, warum hat Musa a.s. Allah subhanahu wa ta'ala nicht darum gebeten, dass er in Palästin stirbt und nicht dort begraben wird? Warum hat er gesagt, oh Allah, lass mich in der Nähe von Palästin begraben? Aus einem Grund. Weil Allah subhanahu wa ta'ala den Kindern Israel zur Zeit von Musa verboten hat, Palästin zu betreten. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً. 40 Jahre ist sie verboten für die Kinder Israels gewesen, so durften sie Israel nicht betreten. Das heißt, wäre Musa in Palästin gestorben, dann hätten sie ihn nicht begraben können, weil sie in Palästin nicht betreten dürften. Deswegen sagte Musa a.s. O Allah, lass mich bitte in der Nähe von Palästin sterben und dort begraben. Er sagte nicht zu den Kindern Israels, wenn ich sterben sollte, dann begrabt mich bitte in meiner Heimat, wo ich geboren bin. Wie viele Muslime heutzutage das machen, wenn sie sterben oder im Sterbebett sind, was sagen sie zu ihren Kindern oder ihren Verwandten? Ich möchte bitte in meiner Heimat begraben werden. Das ist ein islamischer Fehler. Das darf man nicht im Islam. Die meisten Islamgelehrten haben es verboten. Warum? Erstens, weil der Islam es von der Sunna sieht, dass man schnell einen Toten begraben soll. Man soll nicht warten, man soll ihn schnell begraben. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt in einer Überlieferung: "Asri'u bil jinaza, fa in takun saliha, fa khayrun tuqaddimunaha ilayh, wa in takun siwa dhalik, fa sharrun tad'unahu 'an riqabikum." Der Gesandte Allah sagte, beeilt euch mit der Beerdigung. Wenn es eine gute, fromme Seele ist, dann ist es etwas Gutes.
man sich damit beeilt, dass dieser Mensch dieses Gute erlangt. Und wenn es eine schlechte Seele ist, dann solltet ihr sie von euren Schultern abnehmen. Es ist ein Grund. Ein zweiter Grund, dass man verboten hat, die Seele oder einen toten Muslim, einen toten Muslim woanders zu graben, nicht dort, wo er gestorben ist, weil der Muslim, wenn ein Muslim stirbt, in der Fremde stirbt, nicht in seiner Heimat, und er ins Paradies reinkommt, er einen fabelhaften Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala bekommt. Er bekommt einen fabelhaften Lohn. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, in einer Überlieferung, in der Medina war das, da verstarb ein Sahabi, und als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das Totengebet verrichtet hat, sagte er, wäre er bloß woanders gestorben. Wäre er bloß woanders gestorben? Da sagte ein Weggefährte, o Gesandte Allahs, warum? Da sagte der Gesandte Allahs, weil Allah subhanahu wa ta'ala ihn diese Strecke von seiner Heimat oder Geburtsort, die Strecke, die zwischen seinem Geburtsort liegt und seinem Todesort, ihn als Belohnung gibt im Paradies. Das heißt, wenn du in der Türkei geboren bist und du lebst hier in Berlin, und du stirbst in Berlin, in der Fremde. Diese Strecke von der Türkei bis hier oder von Libanon bis hier, 4000 Kilometer, diese Strecke, die gibt dir Allah subhanahu wa ta'ala als Belohnung im Paradies, zu deinem Königreich. Deswegen ist es verboten, zu den Leuten zu sagen, begrab mich bitte in meiner Heimat. Nein, dort, wo du stirbst, sollst du begraben werden, weil du einen fabelhaften Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala bekommst. Außer in einer Situation, sagt Imam al-Shafi'i rahimahullah, außer wenn du in der Nähe von Mekka oder von Medina bist oder von Palästin, in ihrer Nähe, dann sagst du, begrab mich bitte an diesem Ort. Warum? Weil das die gesegnete Orte sind. Aber ansonsten darf man das nicht. Mekka, Medina, okay. Palästin, okay. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte in einer Überlieferung, er sagte, man istata'a minkum an yamuta fil madinati falyamut. Fa'inni akunu lahu shafi'an yawm al-qiyamah. Er sagte, wer von euch in der Medina sterben kann oder die Möglichkeit hat zu sterben in der Medina, so soll er in der Medina sterben. Denn ich werde am Tage des Gerichts eine Fürsprache für ihn einlegen. Also, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns verboten, dass wir unsere Toten woanders begraben, wenn sie woanders gestorben sind, dass wir sie überführen oder dergleichen. Dann, als der Prophet sallallahu an Musa vorbeiflog, und er war auf diesem Tier, und er sah Musa in seinem Grab, der Musa sallallahu ist ein Prophet, und wir wissen, Allah subhanahu wa ta'ala schickte 124.000 Propheten und Gesandte, darunter 315 Gesandte. Tayyip, Musa a.s. ist nur einer davon. Wo sind die restlichen Propheten begraben? Wo sind die restlichen 124.000 begraben? Die meisten wissen wir nicht. Dass man erzählt, Nuh wurde dort begraben und Idris wurde woanders begraben, in diesem Ort, das stimmt nicht. Die Islamgelehrten sind sich alle einer Meinung, dass es gibt einen Konsens, einen Ijma, einen Konsens bei den Großgelehrten, dass nur ein Grab, wo wir hundertprozentig wissen, dass es einem Prophet gehört, das ist der Grab des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Es ist der einzige Grab, wo die Islamgelehrten wissen, es ist der Grab eines Propheten. Die anderen Gräber von den Propheten, die wissen wir nicht. Außer zwei andere Gräber von Musa a.s. und von Ibrahim. Auch eine Streitfrage der Islamgelehrten, aber die richtige Aussage ist, dass Musa a.s. in der Nähe von Palästin begraben ist und Ibrahim in Palästin begraben ist. Das sind drei Gräber von drei Propheten und Gesandten, von drei Gesandten. Aber die restlichen Gräber der Propheten und Gesandten, die wissen wir nicht.
Das ist auch die Meinung der Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala und viele Islamiker. Tayyib, als Musa, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf diesem Burak war und er sah Musa in seinem Grab, anschließend sah er Musa im sechsten Himmel, wie wir letzte Woche erwähnt haben. Im sechsten Himmel war Musa. Wie sollen wir das verstehen? War er nur im Grab oder war er nur im sechsten Himmel? Oder war er beides? Wie soll man das verstehen? Die Islamgelehrten sagten Folgendes. Sie sagten, die Leiche oder der Körper jedes von jedem Prophet ist in seinem Grab. Die Körper der Propheten sind in ihren Gräbern. Aber ihre Seelen, die sind im Paradies. Deswegen, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er in der Himmelfahrt war, in der Himmelreise im siebten Himmel, und er kam an alle Propheten vorbei. Im ersten Himmel sah er Adam a.s., im zweiten Isa und Yahya, im dritten Idris und so weiter, bis er zum siebten Himmel Ibrahim sah. Was sah der Prophet a.s.? Waren das nicht ihre Körper? Das waren nicht die Körper der Propheten. Die Körper der Propheten waren in ihren Gräbern. Aber das waren ihre Seelen in Form, die sich so ähnelt wie ihre Körper. Aber es waren nicht ihre richtigen Körper. Und dass Musa a.s. einmal im Grab gesehen worden ist, dass er gebetet hat, und einmal im sechsten Himmel, ist, weil die Seele sich schnell binnen von Bruch von Sekunden sich von einem Ort ins andere versetzen kann. Das ist nicht wie der Körper des Menschen. Die Seele ist schnell. Sie kann von innerhalb, deswegen merkt man, wie die Seele, wenn ein Mensch schläft, wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Seele nimmt in deinen Schlaf. Und wenn du wach bist, guck, ist die Seele in deinem Körper wieder drinnen. Wie das ist, die Seele hat eine andere Situation als der Körper. Der Prophet a.s. hat Musa gesehen, dass er im Grab gebetet hat. Was war das für ein Gebet? Wir wissen, dass wenn der Mensch stirbt, wenn der Muslim stirbt, es ist keine Pflicht mehr zu beten und keine Pflicht mehr zu fasten, keine Pflicht mehr Pilgerfahrt zu verrichten. Was war das für ein Gebet, das Musa a.s. im Grab gemacht hat? Das war kein Pflichtgebet. Was war es denn? Es war ein Genuss. Ein Genuss. So wie die Leute im Paradiesgarten es genießen, Allah Lob zu preisen. Sie atmen, ihre Atmung ist die Lobpreisung Allahs. So wie wir jetzt Sauerstoff atmen, so atmen sie die Lobpreisung Allahs. Sie genießen es, Allah zu loben und zu lobpreisen. Und genauso genießt es Musa a.s. und genießen es die Propheten in ihren Gräbern zu beten. Nun sagt jemand, wie kann ein Gebet ein Genuss sein? Für manche Menschen ist das Gebet eine Anstrengung. Sie beten mit Mühe. Und es ist nicht einfach für sie zu beten. Das ist nicht für jeden Menschen so. Es gibt Menschen, sie sind Allah nahe. Sie beten und sie genießen es zu beten. Wenn sie beten, dann wollen sie nicht, dass das Gebet aufhört. Wenn sie im Gebet sind, möchten sie, dass das Gebet lange bleibt. Weil sie es genießen, zwischen den Händen Allahs zu stehen. So waren auch die Weggefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Einmal, die Sahaba kamen auch von einer Schlacht zurück und sie kamen an einen Ort, wo sie übernachten wollten. Da sagten sie, du und du, ihr übernimmt die Nachtwache. Zwei übernahmen die Nachtwache. Da sagte einer zu dem anderen, leg du dich erstmal hin, ich bleibe wach und wenn ich dann fertig bin mit meiner Nachtwache, übernimmst du, dann lege ich mich hin. Da sagt er, okay. Also stand dieser junge Mann auf und sagte, was soll ich nun tun in der Nacht? Die Sterne zählen oder was soll ich tun?
Er sagte, ich werde aufstehen zu beten. Und während er betete, kam einer von den Feinden des Islams und bewarf ihn mit einem Pfeil in seinen Rücken. Er nahm es raus, betete aber weiter. Da kam der Mann und bewarf ihn noch mit einem Pfeil, zweiten Pfeil in den Rücken. Er nahm es raus, betete weiter. Er bewarf ihn mit einem dritten Pfeil im Rücken. Als er dann bemerkte, kann sein, dass ich jetzt sterbe, hat er erst dann seine Freunde aufgeweckt. Sie fragten ihn danach, warum hast du uns nicht davor schon aufgeweckt? Da sagte er, ich war im Gebet und ich habe Surat al-Kahf gelesen und ich mochte es nicht, sie zu unterbrechen. So sehr haben sie das Gebet verinnerlicht. Und auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn er gebetet hat, wenn er ein Problem hatte, was machte er? Er sagte, er rief Bilal, er sagte, geh und ruf zum Gebet auf. Arihna biha ya Bilal. Und er betete, betete. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam betete so sehr, dass seine Knie anschwellten, weil er es genossen hat. Er hat es genossen, für Allah subhanahu wa ta'ala zu stehen und zu beten. Einige Muslime heutzutage, wenn sie Probleme haben, beten sie nicht. Und wenn du sagst, warum betest du, sagt er, meine Gedanken sind nicht frei. Genau das Gegenteil, was der Prophet a.s. gemacht hat. Der Prophet a.s., wenn er Probleme hatte, hat er gebetet. Wir aber in unserer Zeit, wenn wir Probleme haben, beten wir nicht mehr. Dann sagen wir, ich habe viele Probleme in meinem Kopf. Also kehren wir wieder zum Hadith zurück. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Musa alaihi salam gesehen, wie Musa im Grab gebetet hat. Der Prophet Muhammad alaihi salam, als er in dieser Nachtreise war, natürlich kam er auch nicht nur an den Propheten vorbei. Er kam auch an andere Menschen vorbei. Die Propheten aber, wie wir gerade gesagt haben, ihre Seelen waren im Himmel. Waren im Himmel. Vielmehr sind die Seelen der Propheten im Paradies. Wenn die Seelen der Propheten im Paradies sind, wo sind die Seelen der normalen Gläubigen? Wo werden unsere Seelen sein? Es gibt eine Streitfrage bei den Islamgelehrten. Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, ein Weggefährte, der Ibn Abd al-Barr heißt, er sagte, dass die Seelen der Gläubigen auf der Erde sind. Aber natürlich, die Seelen der Gläubigen, sie unterscheiden sich bei Allah. So wie wir es hier im Diesseits sehen, dass Reiche, Arme, Millionäre, Milliardäre gibt und jeder in seiner Etage lebt, in seiner Welt lebt, so werden auch die Seelen sein. Je mehr du Allah näher kommst, desto höher ist deine Seele bei Allah. Okay, Ibn Abd al-Barr sagte, die Seelen sind auf dieser Dunya. Wo aber genau? Er sagt, jede Seele ist in der Nähe ihres Grabes. Oder in ihrem Grab. Er hat einen Beweis. Er sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte in einer Überlieferung, wenn der Mensch, wenn der Gläubige diese Dunya verlässt und auf die Akhira zukommt, dann kommen auf ihn Engel mit weißen Gesichtern hinab. Ihre Gesichter wie die Gesichter der Sonne, wie das Gesicht der Sonne. Sie haben Leichentücher aus dem Paradies, Parfüm aus dem Paradies. Wenn die Seele, bis sie sitzen sich genau unmittelbar vor ihm, so dass er sie sieht, bis irgendwann der Engel des Todes kommt. Und der Engel des Todes heißt nicht Israel,
wie andere denken. Das ist, dieser Name haben die Muslime von den Israeliten, von den Kindern Israel. Israel heißt nicht der Name des Engel des Todes. Er heißt Engel des Todes. Allah subhanahu wa ta'ala nannte ihn als Engel des Todes. Er nannte keinen Namen. يتوفاكم ملك الموت. ملك الموت, Engel des Todes, er ist derjenige, der eure Seele nimmt. Also, bis der Engel des Todes hinabkommt, sitzt er sich neben das Kopf des Toten oder des Todkranken und sagt zu seiner Seele, oh gütige Seele, gute Seele, komm raus zu einem barmherzigen Gott. Die Seele des Gläubigen kommt aus dem Körper so leicht raus, wie ein Tropfen, das aus der Kanne rausfliegt oder rauskommt. Wenn du eine Kanne nimmst und so machst, tropft es runter so leicht, genauso leicht kommt die Seele raus aus dem Körper. Dann nehmen die Engel die Seele sofort von seinen Händen weg und legen es in den Tüchern, die aus Paradies sind. Und anschließend steigen sie hoch mit dieser Seele, die aus ihr sehr schönen Geruch entsteht oder rauskommt. Und jedes Mal, wenn sie an einer Gruppe von Engeln vorbeikommen, sagen die Engel, was für eine gute Seele ist das? Wer ist das? Dann sagen sie, Fulan ibn Fulan, Sunso, der Sohn von Sunso. Und sie nennen die besten und schönsten Namen für ihn. Wenn du zum Beispiel gemocht hast im Dunya, dass man dich als Professor bezeichnet, sagen sie Professor Sunso. Oder wenn du Lehrer warst, sagen sie Lehrer Sunso. Oder wenn du einen sonst was, sagen sie immer die schönsten Namen. Bis sie mit der Seele hochgehen zum ersten Himmel. Dieser Himmel, den wir sehen, das ist nicht der erste Himmel. Der erste Himmel beginnt viel, viel weiter. All diese Planeten, die wir sehen, Sonne und Mond und Mars und andere Planeten, sie alle befinden sich unter den Toren des ersten Himmels. Die Toren des ersten Himmels sind viel weiter. Bis sie ankommen und anklopfen. Für ihnen werden, für diese Seele werden die Toren des ersten Himmels geöffnet. Und die Engel, die im ersten Himmel sind, laufen hinter dieser Seele bis zum zweiten Himmel. Und dann wird der zweite Himmel geöffnet. Und dann laufen die Engel im zweiten Himmel auch hinter dieser Seele bis zum siebten Himmel und so weiter. Wenn die Seele im siebten Himmel sich befindet, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, bring sie wieder, macht ihren Buch oder legt ihren Buch in der höchsten Stufe und bringt sie wieder zu der Erde, denn aus der Erde habe ich sie erschaffen und in der Erde habe ich sie wieder liegen lassen und aus der Erde werde ich sie wieder entnehmen. Anschließend kommt die Seele wieder runter. Und wenn der Mann, der Mensch im Grab ist und kommt die Seele in seinen Körper rein und der hört ja einen jemanden sagen, der sagt, in Sadaqa Abdi, fa'aflishu lahu min al-Jannah. Dieser Diener ist ein wahrhaftiger Muslim, so betet ihn ein Bett oder macht für ihn ein Bett aus dem Jannah, aus dem Paradies. Gibt ihm Kleidung aus dem Paradies und öffnet ihm ein Tor, woraus er davon ins Paradies reinguckt und wodurch auch in sein Grab Licht und Parfüm vom Paradies reinfließt. In sein Grab. Das ist die Seele des Gläubigen. Aber eine höhere Stufe haben andere Gläubige, und zwar die Tugendhaften und die Märtyrer. Ihre Seelen sind im Paradies. Ihre Seelen sind im Paradies. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, als die Gläubigen in der Schlacht von Uhud fielen, legte Allah subhanahu wa ta'ala ihre Seelen in grünen Vögel, in grünen Vögel, die im Paradies fliegen, aus dem Paradies trinken und aus dem Paradies essen. Und wenn sie sich ausruhen wollten oder möchten, legen sie sich im Schatten Allahs oder im Licht Allahs, um sich auszuruhen. Die Gläubigen
das gesehen haben, dass sie lebendig sind im Paradies, sagten sie, oh Allah, wer erzählt unseren Brüdern davon, dass wir lebendig sind? Da sagte Allah subhanahu wa ta'ala, ich erzähle es euren Brüdern. Daraufhin kamen die Verse von Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Kamen die Verse von Allah subhanahu wa ta'ala. Also die Seelen der Gläubigen sind in diesseits und die Seelen der Frommen und Tugendhaften und Märtyrern im Paradies. Wo sind die Seelen der Ungläubigen? Die Ungläubigen, ihre Seelen sind auch im Diesseits. Auch auf der Erde. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt in einer Überlieferung, wenn der Ungläubige in Sternen liegt, kommen auf ihn Engel hinab mit schwarzen Gesichtern, haben Leichentücher aus dem Feuer, Parfüm aus dem Feuer. Wenn sie sitzen genau vor seinen Augen und er sieht sie, bis der Engel des Todes hinabkommt. Und dann sagt der Engel des Todes zu diesem Körper oder zu dieser Seele, komm raus zu einem zornigen Gott. Komm raus zu einem zornigen Gott. Hier flüchtet die Seele in den Körper. Sie versteckt sich im Körper. Er entreißt sie raus und sie, dann nehmen die Engel diese Seele sofort von seinen Händen. Aus ihr kommt ein schrecklich stinkender Geruch. Sie wird in diesen Tüchern aus Feuer gelegt. Anschließend steigen sie mit ihr in den Himmel. Und immer wenn sie an einer Gruppe von Engeln vorbeikommen, sagen die Engel, was ist das für eine schreckliche Seele? Und dann wird er mit den schlimmsten Namen benannt. Genau das ging dann bei den Gläubigen. Sie gehen bis zum ersten Himmel, sie klopfen, wollen den ersten Himmel betreten, durch ihnen wird kein Einlass gewährt. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dann befiehlt Allah subhanahu wa ta'ala, oder Allah subhanahu wa ta'ala sagt in diesem Hadith, legt das Buch meines Dieners in der tiefsten Stelle der Erde und nimmt ihn wieder zu der Erde. Seine Seele wird runtergeworfen in diesseits. Vom ersten Himmel bis zur Erde runtergeworfen. Anschließend, wenn der Mensch dann im Grab liegt, kehrt die Seele in seinen Körper. Und dann hört er eine Stimme. Natürlich wird er gefragt, wer ist dein Gott? Er sagt, haha, la adri. Er versucht zu reden, aber kann nicht. Was ist dein Buch? Haha, la adri. Ich weiß es nicht. Was sagst du zu diesem Mann, der geschickt worden ist? Er sagt, haha, la adri. Ich weiß es nicht. Daraufhin wird er mit einem Hammer aus Eisen zwischen die Ohren geschlagen. Sein Schrei hören alle Lebewesen außer die Dschinni und die Menschen hören seinen Schrei. Aber alle Tiere hören seinen Schrei. Er schreit so laut, dass alle Tiere es hören. Das ist die Barmherzigkeit Allahs, dass wir nicht das hören, wie die Gläubigen und Gläubigen oder Ungläubigen bestraft werden in ihren Gräbern. Wenn wir hören, wie unsere Brüder und Schwestern in ihren Gräbern bestraft werden, würden wir niemanden oder wird sich niemand trauen, seine Angehörigen zu begraben. Nachdem er geschlagen wird, wird gesagt, gibt ihm ein Bett aus Feuer und macht ihm ein Tor zum Feuer auf, von der auch er den heißen Luft bekommt und auch das Feuer reingezogen in seinen Grab. Das ist die Strafe des Ungläubigen in seinem Grab. Einige Muslime, sie denken, das ist nur für den Ungläubigen. Nur er wird bestraft.
Deswegen ist es kein Problem, dass wir sündigen, Unzucht treiben, glauben, Alkohol trinken und. Wir werden schon nicht bestraft. Allah ist barmherzig. So denken einige Muslime. Wenn du ihnen sagst, warum machst du das, sagst du, Allah auf Allah. Allah ist barmherzig. Damit die Muslime das nicht denken, dass nur die Ungläubigen bestraft werden, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna hadihi al-umma tubtala fi quburiha, tumtahan fi quburiha. Diese Nation wird in ihren Gräbern zu einer Prüfung unterzogen. Diese Nation wird in ihren Gräbern einer Prüfung unterzogen. Und würde ich nicht Angst haben, dass ihr eure Toten nicht zu Grabe trägt, so hätte ich Allah subhanahu wa ta'ala darum gebeten, dass ihr das hört, was ich höre von den Schmerzen der Toten oder von der Qual der Toten. Deswegen sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu uns, als er in dieser Himmelreise war, kam er nicht nur an die Propheten vorbei, er kam auch an andere Menschen vorbei. Und er kam an Menschen vorbei, die in ihren Gräbern ihre Lippen mit Scheren aus Feuer geschnitten wurden. Er hat Leute gesehen, ihre Lippen wurden mit Scheren aus Feuer geschnitten. Da sagt der Gesandte Allah, O Jibril, wer sind das? Da sagt er, das sind die Prediger von deiner Nation, die Imame von deiner Nation, die erzählen, aber das nicht durchsetzen, was sie erzählen. Das ist ihre Strafe bis zum jüngsten Tage des Gerichts. Er sagte, dann gingen wir weiter. Und dann sah er Menschen, die Fingernägel aus Kupfer hatten, wie sie ihre Gesichter und ihre Brust zerfetzt haben damit. Er sagte, was sind das, was ist das, warum wird das getan? Das wurde ihm gesagt, das sind diejenigen, die über die Ehre ihrer Brüder und Schwestern herfallen. Und in einer Überlieferung bei Imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, sagte Samura, radiallahu anhu, er sagte, immer wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam das Fajr-Gebet verrichtet hat, drehte er sich zu uns um und sagte, wer hat von euch heute einen Traum gesehen? Und wenn jemand einen Traum sah, hat er es ihm gesagt, damit der Prophet sallallahu alaihi wa sallam es ihm deutete. Eines Tages, sagte Samura, haben wir das Fajr-Gebet verrichtet. Dann drehte sich der Prophet a.s. zu uns um und sagte, wer hat von euch heute einen Traum gesehen? Keiner hatte an diesem Tag einen Traum gesehen. Da sagte er, ich habe einen Traum gesehen. Ich sah, wie zwei Männer auf mich zukamen, also zwei Engel. Wie zwei Männer auf mich zukamen und mich an der Hand nahmen und wir Richtung Palästin gingen. Und wir kamen an einem Mann vorbei. Dieser Mann lag auf dem Boden auf seinem Rücken. Und ein zweiter Mann stand neben ihm. In seiner Hand ein Felsen trug. Und er dieses Felsen auf seinen Kopf fallen ließ, so dass sein Kopf sich spaltete. Dann rollte dieser Felsen runter. Er rannte hinter diesen Felsen, holte es wieder und in der Zeit, wo er diesen Felsen wieder nahm, wurde der zweite gesund. Sein Kopf wurde wieder gesund. Und er nahm wieder diesen Felsen und warf es wieder auf seinen Kopf und sein Kopf spaltete sich wieder von Neuem. Und so weiter, die ganze Zeit. Ich sagte, O Jibril, wer ist das? Warum wird das mit ihm gemacht? Er sagte, das sind diejenigen, die den Koran gelernt haben und es nicht umgesetzt haben. Es sind diejenigen, die das Fajr-Gebet nicht verrichten. Das ist ihre Strafe bis zum nächsten Tage des Gerichts. Die das Fajr-Gebet lieber schlafen, anstelle aufzustehen und für Allah subhanahu wa ta'ala zu beten. Das ist die Strafe der Gläubigen, der Muslime in ihrem Grab. Dann sagte der Gesandte Allahs alaihi salam, dann liefen wir weiter.
Und wir kamen an einem Mann vorbei. Der in einem roten Meer schwamm. Er schwimmte in diesem roten Meer und am Strand stand ein Mann vor ihm, ein Haufen Steine. Und immer wenn der Mann versuchte rauszugehen aus dem Meer, warf ihn dieser Mann von weitem mit einem Stein und dieser Stein landete in seinem Mund und so ging er wieder zurück, wo er war. Ich fragte, wer ist das? Warum wird das mit ihm gemacht? Da wurde gesagt, das sind diejenigen, das ist derjenige, der Zinsen verschlingt. Derjenige, der Zinsen verschlingt, das ist seine Strafe im Grab bis zum Tage des Gerichts. Dann gingen wir weiter und wir kamen an einem so Art wie Ofen vorbei, das oben sehr eng war und unten sehr breit. Und wir hörten Stimmen und Geschreie. Und wir guckten da rein, und da sahen wir nackte Männer und Frauen. Unter ihnen Feuer. Und immer wenn das Feuer sich anzündete unter ihnen, gingen sie hoch in diesen Ofen, so hoch, dass die Beine runterfielen. Und wenn das Feuer sich beruhigte, gingen sie wieder runter. Und sie schrien. Und ich sagte, oh Jibril, wer ist das? Mir wurde gesagt, das sind diejenigen, die Unzucht treiben. Diejenigen, die mit Frauen, mit nicht ehelichen Frauen schlafen, das ist ihre Strafe bis zum jüngsten Tage des Gerichts. Das sind nur einige Bilder, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam uns gezeigt hat, für die von Muslimen, die im Grab bestraft werden. Deswegen ist es wichtig für den Muslim zu wissen, dass auch ich bestraft werden kann, im Grab. Denke nicht, Wallah, du bist ein Muslim und reich, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wird schon für dich Fürsprache einlegen. Das stimmt, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam wird eine Fürsprache einlegen, aber wann? Nicht im Grab. Viel später. Deswegen ist es wichtig zu wissen, dass man seine Zeit ausnutzen sollte. Man sollte seine Zeit ausnutzen. Dein Leben, Wallahi, die Toten wünschen sich, du kannst jetzt jederzeit zwei Rak'at beten. Wallahi, die Toten wünschen sich, dass die diese Möglichkeit haben, zwei Rak'at zu beten. Ein Mann, er ging in einen Friedhof rein und er betete zwei Rak'at. Eigentlich darf man das nicht, aber er hat es getan. Man darf nicht in einen Friedhof beten. Und er hat sich an einem Grab hingesetzt und sich hingelegt. Das darf man auch nicht. Aber irgendwie hat er es getan. Er machte es und dann wurde er etwas müde. Und da hörte er eine Stimme, die sagt, ich würde alles dafür geben, um zwei Rak'at, die du gebetet hast, dass ich sie auch bete. Ich würde alles dafür geben, um auch zwei Rak'at zu beten, so wie du. Ihr macht nichts und wisst nichts. Oder ihr macht, aber wisst nichts. Und wir wissen, können aber nichts machen. Deswegen, nutze deine Zeit, ja Allah. Wallahi, du hast nur eine Chance. Jeder Tag, der vergeht, der kommt nicht zurück. Jeder Tag, der vergeht, jede Stunde, die vergeht, sie kommt nicht wieder zurück. Und danach wirst du gefragt am Tage des Gerichts. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, dass der Mensch nach vier Sachen gefragt wird am Tage des Gerichts von Allah. Nach seiner Jugend, was er mit seiner Jugend getan hat, und nach seiner Zeit, was er mit seiner Zeit getan hat. Nutze deine Zeit, solange du noch dafür die Möglichkeit hast. Wie viele Brüder und Schwestern waren gestern noch sehr gesund und sind heute so krank, dass sie im Sterbebett liegen. Sehr viel. Sie haben es nicht ausgenutzt. Deswegen einmal, ich glaube, das war Al-Hasan al-Basri, er war in einem
Begräbnis und da stand er neben einem Mann und er sagte zu ihm, was würde sich jetzt dieser Tote sich wünschen? Da sagte dieser Mann zu ihm, er würde sich bestimmt wünschen, 2 Raka'at zu beten. Da sagte Hasan al-Basri zu ihm, wenn er es nicht wahrgenommen hat, so nimm du es wahr. Wenn er es nicht ausgenutzt hat, so nutze du es und bete für Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns recht werden. Machen wir inshallah eine kleine Fragerunde auf, bevor ein Maghrib-Gebet anfängt. Falls da offene Fragen sind, inshallah, bezüglich des Unterrichts oder andere Sachen, die ich erwähnen würde. Was ist denn da? Wenn man ein Bittgebet für einen Gestorbenen macht, kann sich seine Strafe verringern. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns im Koran ans Herz gelegt, dass wir Bittgebete für unsere verstorbenen Brüder und Schwestern, die vor unserer Zeit verstorben sind, Bittgebete zu verrichten. Was ist damit gemeint? Wird eine Strafe verringert? Eine Strafe, wenn es ein Gläubiger ist, wird verringert. Ansonsten, was hat ein Bittgebet für einen Nutzen, wenn die Strafe sich nicht verringert? Deswegen wurde im Koran ein Vers berichtet,